Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem Daniel auf der alten Map unterwegs und wir haben Duos gegen Trios gespielt und hatten eine super, super actionreiche und spannende Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ein Bus. Ja. Uah. Hast du schon gepennt jetzt, oder was? Wie so ein Tisch gehabt. Also klingt so. Ach, das, der hat noch gelebt. Naja. Ach, ich bin dicker, naja. Alles? Nein. Und auch der Ausgang unten, ne? Frisst alles dafür. Oh nein. Oh nein. Explosion? Ich weiß nicht wo. Hier, glaube ich. Hier, hier, hier. Oh. Bleib versteckt. Bleib hinterm Boot. Bleib hinterm Boot. Haben wir Town gehört? Nee, haben sie nicht. Die haben selber Beef gehabt. Oh Gott, oh. Hinter uns kommt noch einer. Ich sehe sie. Das ist das zweite Team. Oh nee. Ja, die sehen uns nicht. Die haben gleich Beef miteinander. Das Beef, oder? Mhm. Wie ist es, wenn ich einen sehe? Ja. Neben mir! Der ist einfach neben mir runtergehüpft. Du Scheiße, ey. Ich bin unten. Nicht, ne? Ja, auch runter. Unten ist keiner. Ja, auch runter. Nee, kannst du oben lang gehen. Kannst du oben gucken, dass da keiner um die Ecke kommt. Pass auf, dass der Typ nicht gehoben wird, den ich gerade erschossen habe, den ich Daniel. Ich hab den genau vor die Nase. Ja. Wir wünschen, dass ein Heben, weil der ist schneller tot, als er ich lebe rufen kann. Bin nicht sicher, ob ein Team tot ist. Weiß ich auch nicht. Der ist einfach neben mir runtergehüpft. Hast du es gesehen? Ja, ja.
Leg eine Falle in den rein. Die verbrennen die. Ich glaube, das Team ist komplett tot, Daniel. Kann sein, ja. Ich halte mich bedeckt, solange hier keiner reinkommt. Einer ist unterirdisch, kann sein, dass er den Aufgang da bei dir hochkommt gleich. Ja. Vorne, ne? Was? Ist das Schiebetor ist aufgegangen oder zu, je nachdem. Ah, okay, das habe ich nicht gehört. Ich versteck mich hier. What a bitch. Er redet, das gehört. Ja, ja. Ja, die sehen, dass der Clou noch leuchtet. Wow. Kommt um die Ecke, gibt mir Headshot, ne? Kein Ton von mir gegeben. Schön. Bin runtergefallen, oder was? Nein. Ja, wer liegt denn da? Ach du Scheiße. Was? Geht aufs Dach? Ach, das ist außerhalb. Wow, wow. Da war jemand fahren. Mann, das kann ich jetzt gar nicht machen. Wir sind wieder zu zweit. Hört er nicht. Ja, das Doppelkill. Ja, aber da fehlt noch einer. Ja. Ich habe das nicht gehört, die das Ziel. Ja, wegen Feuer. Oh, hinter dir. Durch die Falle von mir gelaufen. Du hast keine Muni mehr, ne? Das ist gewagt, was du gerade machst. Uiuiui.
mehr sehen. Oh nein, Zombie, der killt mich. Ich muss hier weg. Rechtsvieh. Mach ruhig, bitte. Der hat mich. Oh nee. Ich muss schießen, wäre tot gewesen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Kein Dunst. Über mir, der hebt seinen Kumpels. Oh. Er ist wieder gestorben durch meinen Stachel. Nee, irgendeiner hat geschossen. Okay. Ja, steppen wir da hinten ein bisschen. Ja. Der am roten Fass, das ist nicht gut. Das habe ich jetzt. Alleine da hinten, ich muss. Hau den Stacheldraht weg. Hm, macht aber nichts, ich stehe hier. Hat Hit. Hab ihn. Alter, was ein Aim. Nice, Daniel. Es war einfach rübergezogen, ne? Oh, scheiße, ich... Ich hab die Dings verloren. Die Katze war gerade da und hat auf meine Maus getreten. Eine Info, wo der ist? Ja, hier hinten irgendwo. Hab ihn. Schön. Da fehlt noch einer. Kein Plan, ne? Ja, hier hinten. Ist. Info? Hier hinten irgendwo. Hier vorm Haus. Okay. Glaube ich. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Wir haben nur noch 4 Minuten, ne? Ach du Scheiße, ja. Wir müssen eigentlich pushen gleich. Je nachdem, wo er ist, ne? Ja. Ich kann's dir nicht sagen. Alles gut. Nice. So, jetzt aber schnell. Ja, what the hell, ey. Oh, haben wir einen Stress mit denen gehabt, ne? Die mit der Bounty, die haben den wenigsten Stress gehabt, ne? Boah, wenn er den hier vorne aufgehoben hätte, wär's schlecht für uns gewesen. Ja, ja. Die hatten aber auch Stress, glaube ich. Komm, looten noch schnell. Ja. Oh, lass die Hunde Runde sein. Jetzt muss ich an das Lied von den Fraggles denken. Kennst du das? Nee. Sing und schwing dein Bein. Lass ja. die Sorgen Sorgen sein. Nie gehört. Echt nett? Ich war absoluter Fraggles-Fan. Es gab nichts Geileres als die Fraggles. Ich weiß nicht mal, was die Fraggles sind. Ach du lieber Gott, echt? Nee. Oh, das ist... Das ist ein Stück Kultur. Sensationell, die Fraggles. Oh, die Katze, die hat mir zwischendurch mal, ist die mitten am Schreibtisch und ist einfach auf die Maus draufgetreten. Jetzt ist sie schon wieder oben. Ja, die Katze und Maus haben ein historisches Verhältnis, ne? Ja. Gut, dass der eine dich gelootet hat, ne? Den habe ich durch die Wand abgeschossen. Ja. Konnte ich einen Assist bekommen haben, oder? Ja. 9 Kills hatten wir. Ach du Scheiße. Der Vasili war der neben mir vom Dach gesprungen ist. Ich habe einfach 8 Kills, ne? Ja, kennt ihr die Fraggles?
Sensationell. Wenn ihr die Fraggles nicht kennt, guckt euch mal eine Folge auf YouTube an. Das gibt es dort bestimmt. Ich bin der Meinung, ich habe da letztens sogar eine Folge gesehen. Da oder. Ja, ich glaube, auf YouTube war das. Müsst ihr gesehen haben, wenn ihr es nicht kennt. Ja, war doch eine geile Runde. War leider ein bisschen blöd, dass wir mit der Bounty nichts zu tun hatten. Aber die Bounty war ja unten bei Cypress. Da bin ich ganz froh, dass wir da nicht mitmischen mussten. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil eigentlich geht es ja um die Bounty. Und so ein Fight mit zwei Teams irgendwo mittendrin, das ist dann natürlich ärgerlich. Da kommst du unten nicht ran, wenn die dann auch noch direkten Ausgang haben. Sehr, sehr schade, aber wie ich fand, war es so eine ganz geile Runde. Für mich war die super aufregend. Ich glaube, man hat es meinem Gesichtsausdruck entnommen, wie angespannt ich war. Aber es war schon heftig. Ja, gegen Dreierteams haben wir immer ganz, ganz heftige Fights zu zweit. Und ich finde, das macht, also mir macht das momentan ultra viel Spaß, gegen Dreierteams zu spielen im Duo. Ich weiß, dass es Tina zum Beispiel auch ultra viel Spaß macht. Beim Daniel brauchte ich sehr, sehr viel Überredungskunst, dass wir überhaupt gegen Dreierteams spielen. Weil Daniel war da nicht so begeistert von, aber naja, letztendlich hat er jetzt auch Spaß dran. Es tut mir sehr leid, ausgerechnet jetzt im Outro. So, Flip zur Ruhe gestellt, der sitzt hier unter mir. Der eine, der neben mir vom Dach gesprungen kam, der war echt krass. Der Arme tat mir echt leid. Der hat ja überhaupt nicht mit uns gerechnet. Er dachte, okay, da ist ein Team und dann haust du mal hinten rum ab, aber war wohl nix. Ja, und die anderen, das war schon ziemlich krass. Daniels Kill, war auch echt geil. Hat darüber geflickt nach rechts und hat ihn weggeholt. Richtig, richtig gut gemacht, lieber Daniel. Morgen kriegt ihr hoffentlich eine etwas längere Runde. Ich muss mal gucken, wie lange heute unser Freaky Friday dauert, weil ich muss dann heute Nacht noch für Sonntag eine Runde schneiden, weil morgen habe ich nicht so viel Zeit. Und ich habe ja gesagt, dass ich Sonntag versuche, immer längere Runden zu bringen. Und ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Seid mir nicht böse, wenn keine ganz lange Runde kommt. So, jetzt denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de mal gerne besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, wenn ihr eine gesündere Alternative zu Red Bull, Monster und so weiter sucht, seid ihr da richtig, richtig gut aufgehoben. Da ist kein Scheiß drin. Nur natürliche Sachen, natürliches Koffein, Früchte und so weiter. Könnt ihr euch mal angucken. Sensationell gut. Unten sind die verlinkt. Sind auch zwei Rabattcodes dabei. Ich bin ein bisschen durch. Das merkt ihr wie in letzter Zeit so oft, weil ich am letzten Drücker jetzt noch das Video geschnitten habe. Ich muss mich nämlich jetzt schon so ein bisschen vorbereiten für den Freaky Friday. Es geht gleich los. Wir haben es schon 20 Uhr und um 20:30 Uhr beginnen wir. So, jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen 9:30 Uhr zum nächsten Video oder auf Twitch. Müsst ihr mal gucken, wann ich online bin. Am Wochenende ist es ja noch nicht so sicher, ob ich da auch mittags streame. Sonst unter der Woche Montag bis Freitag immer ab 14 Uhr. Freitags auch noch 20:30 Uhr, Freaky Friday, wisst ihr Bescheid. Und Samstag, Sonntag, so nach Belieben, muss ich mal gucken. So, jetzt aber genug geschwafelt. Haut rein. Tschüss.